Hallo zusammen. Wir sind hier in Canterbury und machen heute einen Ausflug zum Mount Sunday. Genau, nachdem wir die Hopewell Lodge verlassen haben, haben wir dann noch ein paar Tage in Christchurch verbracht und uns jetzt ein Mietauto geholt. Und mit dem startet jetzt unser Roadtrip über die Südinsel von Neuseeland. Ja, heute wollen wir zum Mount Sunday, den kann man schon hinter uns hier sehen. Und das war auch ein Drehort für die Herr-der-Ringe-Filme. Und zwar hat es als Kulisse für die Stadt Edoras in Rohan gedient. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wir sind schon so gut wie da. Und wir sind oben angekommen. Der Weg hierher war nicht allzu anstrengend, vielleicht eine Stunde vom Parkplatz aus. Und landschaftlich ist es hier auf jeden Fall richtig umwerfend. Man fühlt sich so ein bisschen nach Rohan versetzt. Der absolute Oberhammer. Jetzt würde ich gleich nochmal meine Drohne auspacken und hier noch ein bisschen fliegen und hoffentlich ein paar kinoreife Aufnahmen erstellen. Der Flug mit der Drohne war recht erfolgreich und wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke davon bekommen, wie schön hier die Landschaft um Mount Sunday ist. Und morgen geht es dann weiter nach Dunedin. Da haben wir vor, Pinguine zu beobachten. Genau, also bleibt auf jeden Fall dran. Hallo nochmal. Guten Morgen. Wir haben hier jetzt eine Nacht in Methven geschlafen und sind aufgewacht mit einer richtig schönen Kulisse. Hier im Hintergrund sieht man die Berge und unsere Lodge ist auch direkt vor einer Trabrennbahn. Also es sieht richtig schön hier aus. Und ja, dann machen wir uns jetzt auf nach Dunedin. Genau, es wird eine etwas längere Fahrt, circa 4 Stunden. Deswegen starten wir am besten direkt durch. Wir sind jetzt in Dunedin angekommen und haben auch schon unsere Unterkunft bezogen und wir sind richtig geflasht, wie das hier aussieht. Das Zimmer ist einfach richtig schön und die Aussicht ist auch ziemlich nice. Also hier gibt es so eine Terrasse und im Garten kann man einen Schwimmteich sehen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir den auch ausprobieren können, aber ich finde es gerade im Moment etwas kühl. Und das Badezimmer hier ist auch einfach der Wahnsinn, das zeige ich euch jetzt mal. Das Badezimmer hier ist auch richtig groß und das habe ich auch noch nicht gesehen, in so einer Unterkunft so ein großes Bad hier zu haben und dann auch noch mit so einer riesigen Eckbadewanne. Hier ist alles mit Teppich ausgelegt, also das kommt uns schon ziemlich edel vor hier. So, wir haben uns noch kurz ausgeruht und jetzt ist es langsam an der Zeit loszufahren zur Pinguintour. Ja, die Pinguine sind nämlich dämmerungsaktiv und deswegen geht die Tour erst zu spät los.
Also machen wir uns auf den Weg. Auf zu den Pinguinen. Wir sind jetzt hier beim Treffpunkt für unsere Pinguintour und der Weg hierhin war richtig cool. Das war so eine richtig schöne Küstenstraße, die wir hier lang gefahren sind. Und auf dem Weg hierher haben wir auch nochmal Halt gemacht an einem Strand. Da konnten wir richtig cool die Surfer beobachten. Da sind teilweise richtig große Brecher reingekommen und da waren dann auch noch Rettungsschwimmer, die gerade trainiert haben. Da ist einer nur leider selber ins Wasser gefallen und musste gerettet werden, aber es sah schon ziemlich interessant aus. Und jetzt freuen wir uns auf die Pinguine. Drückt uns die Daumen, dass wir welche sehen. Wir sind zurück von der Pinguin-Tour, es ist mittlerweile der nächste Tag. Wir sind gestern ziemlich spät nach Hause gekommen, so gegen 0 Uhr. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben richtig viele Pinguine gesehen und es war ein unfassbar schöner Moment, wo die das erste Mal aus dem Wasser gekommen sind. So eine richtig große Gruppe von Pinguinen. Man hat schon vorher so einen dunklen Fleck im Wasser gesehen, der immer näher zur Küste gekommen ist. Und auf einmal sind die da rausgesprungen und halt den Weg die Küste hochgewatschelt. Ja, das war echt unfassbar niedlich, wie die da auf uns zugekommen sind. Genauer gesagt waren das Zwergpinguine, also Little Blue Penguins, das sind die kleinsten. Und ja, am liebsten hätte ich losgequiekt, innerlich war ich so aufgeregt, aber ich wollte die natürlich nicht verscheuchen. Genauere Infos zur Tour und zu dem Ort oder auch zu den Pinguinen an sich können wir nochmal auf unserem Blog ausführlicher berichten, also schaut da gerne mal vorbei. Genau, mit unserem Roadtrip geht es natürlich noch weiter, aber nicht in diesem Video. Also schaut nächste Woche wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.